Also seit Beginn des Wochenendes spitzt sich die Lage im Todesfall dort. Derzeit gibt es diese zwei betroffenen Regionen. Römischen Innenministerium mit dem Generalkonsulat. Das Außenministerium wird eine punktuelle Reisewarnung für die betroffenen Gebiete erlassen, um auch hier den besseren Schutz der österreichischen Bevölkerung zu gewährleisten. Vor zu Italien wird es derzeit nicht geben, weil die erste Frage und die zweite Frage ist, ob sie der Bevölkerung. Was die Grenze und den Grenzverkehr betrifft, werden wir wie folgt vorgehen. Wir werden die Warnketten mit unseren Nachbarn noch enger knüpfen. Wir werden bei Verdachtsfällen sofort einen Stopp verordnen, so wie das auch gestern stattgefunden hat. Und wir werden darüber hinaus die Vorbereitungen treffen, um die Fieberchecks, die wir jetzt schon am Flughafen haben, weiter auszuweiten. Was nicht angebracht ist, ist in Panik zu verfallen, sondern die Situation muss realistisch und klar eingeschätzt werden. Wir können nicht davon ausgehen, dass Corona einen Bogen um unser Land machen wird, sondern ein realistisches Szenario ist, dass es zu einer Ausbreitung in anderen europäischen Ländern als den derzeitig Betroffenen auch kommt. Und das betrifft natürlich auch Österreich.